Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Rebirth hier auf meinem YouTube-Kanal. Und weiter geht's im Cosmo Canyon. Und wenn ich die Musik höre, dann kriege ich schon ja direkt gute Laune. Die Bilder auf den Fahndungsplakaten sehen uns gar nicht ähnlich. Was sie damit wohl bezwecken? Bestimmt wollen sie uns verwirren. Oh, bestimmt. So. Ups. Moment, was ist hier? Ich finde die Mucke so geil. Wie ich ja in der letzten Folge gesagt, ich fand die im Original schon so gut. Ah, guck, hier ist ein Chatley. Ist das zu glauben, Cloud? Wir sind tatsächlich in Cosmo Canyon. Ein langjähriger Traum wird endlich wahr. Neues. Die Kunde bildet in vielerlei Hinsicht einen Gegenpol zu unserer Marco-Gesellschaft. Da können wir einiges lernen. Ich habe jedenfalls vor, mir hier so viel Wissen wie möglich anzueignen. Gut. So, was haben wir hier? Magische Verkettung, Toxin und Gestein. Sprung. Dann auf den Gegner. Okay. Wilder Trickster. Aha. Okay. Aber. Ne? Kampfsimulator, komm. Hier, Alter. Neo Bahamut. Geil. Auf den habe ich ja mal richtig Bock. Es gibt noch viele weitere Phänomene. Ich baue auf deine Unterstützung. Hast du von den Vorfällen um Avalanche gehört? Selbst die Enthaltung. Moment, wo? Ach, hier war das. Zu rechtfertigen. Bugenhagen meinte damals, wir müssen uns keine Sorgen machen. Unser Leben wird sich von nun an sicher schützen. Man muss sich hier vielleicht lang? Finde ich hier vielleicht gerade irgendwo ein Händler? Danke. Endlich habe ich es geschafft, mein Leben. Unser Leben ist ein Geschenk des Planeten. Tigerlilie. Lass mich eins im Vorfeld klarstellen. Meine Ware verkaufe ich nur an besondere Kunden. Toll. Rotes Megafon. Ja, super. Biker-Ralf. Hallöchen. Ja. Ausverkauft. Na, die habe ich ja eh schon. Okay. Der hier wäre für Cloud und Barrett auf jeden Fall nicht verkehrt, würde ich sagen. Okay. Behalten wir uns mal vor. Jetzt muss ich erstmal hier Gegenstände Synthese gelöst. So, Zinkerz. So. Wo ist denn der Salbei? Lorbeer. Da, Salbei. So. Wächter mit Nebelsaat. Perlen-Ingwer haben wir auch sehr viel. Ungeheuerkralle. Okay, behalten wir erstmal. Segen des Planeten, Gnade des Planeten und so weiter. Okay, das lassen wir erstmal so. Niemandem damit Unrecht antun, kapiert? Du, wo werde ich denn? Ah. Dieses Mittelchen für ein langes Leben. Ein kleiner Energiekick oder ein Appetitanreger. Was darf es denn heute sein? Na komm, wir kaufen sie mal. So, und dann, was brauchen wir denn? Echoschirm. Okay. Ja. Auf
ist ein bandiges Mittelchen. Eine Prise Kosmosalz und jeder... Ich bin in diesem wunderschönen Dorf geboren und aufgewachsen. Ich hätte ein Hüter dieses Tals werden sollen, aber stattdessen wurde ich von Shinra verschleppt. Meine Schuld ist beglichen. Nun will ich wieder meinem Dorf und seinen Leuten dienen. Ich danke euch für eure Hilfe. Von Herzen. Du wirst uns ganz schön fehlen. Ach, jetzt sag doch sowas nicht. Sonst fange ich noch an zu heulen. Wisst ihr, dieses Dorf hier zu beschützen, das ist mein Schicksal. Du kleiner Schlingel, hast uns hinters Licht geführt. Ich wollte einfach nur nicht, dass ihr mich wie einen Hund behandelt. Opa! Ist das Lebewohl? Solange wir hier sind, treffen wir ihn bestimmt nochmal. Wichtiger ist jetzt, warum wir hergekommen sind. Um etwas über den Planeten zu lernen, nicht? Und für ein paar Materia natürlich. Also ich werd... Ja, hier soll's gehen. Ich schalte ein wenig ab. Hoffe, das stört euch nicht. Und wir erkunden das Dorf. Okay. So, steckt voller Wunder. Ja, da, ich hab's verstanden. Darf ich mich jetzt wieder bewegen? Danke. Ich spür die spirituelle Energie um euch herum. Die Energie umgibt den Planeten und wird vom Wind ins Tal getragen. Mhm. So, was haben wir hier? Da kommt das Kartengelöt. Ist mir vollkommen Wumpe. Oh, was nu? So, dann. Red 13. Mit dem Fahrstuhl nach oben, okay? Lasst uns hinauf zum Himmel schauen. Die Wolken treiben dahin. Viele spielen die Gefahr für den Planeten runter. Aber wenn sie die Arma in Coral oder Gongaga gesehen hätten, so wie wir, hätten sie bestimmt keine Zweifel mehr. Die Leute hier hingegen, die haben's gerafft. Die wollen den Planeten alle retten, das sieht man ihnen an. Ob wir sie für Avalanche rekrutieren können? Ich glaube nicht. Nicht so laut. Man wird doch denken, dass ihr mit Avalanche unter einer Decke steckt. Der einzigartige Geschmack dieses... Okay. Oha, hier ist der Vogel. Moment. Da ist er, der Foto-Heini. So trifft man sich wieder. Wie wäre es mit einem Foto, wie du zum Planeten betest? Aber gerne. Beim Anblick schöner Landschaften wird mir immer wieder bewusst, dass man nicht alles auf einem Foto einfangen kann. Diese Art von Wunder muss man einfach mit eigenen Augen sehen. Aber genau das spornt mich auch an, immer bessere Fotos zu machen. Berichte mir bitte, wenn du einen besonderen Ort für ein Foto gefunden hast. Finding, machen wir. Fotolocation. Yeehaw. So. Oh, ist ja gar nicht mal so weit weg da. Na. Halten. Okay, ich halte. Wuhu! Ui, oh, sorry. Alter, wie weit geht denn das hoch?
Okay. Pingel, pingel, pingel. Jetzt sind wir aber hoch hinaus. Servus. Hier ist der Zutritt verboten. Wir dürfen niemanden reinlassen. Hier werden viele Wertsachen aufbewahrt. Das ist nicht nett. Aber gut, dann ist dem so. So, weiter. Moment. Wie ist denn hier so die Aussicht? Alter Vater. Ah, hier, da sind die Schraubokopter, die für die, die dem Chocobo Auftrieb geben. Ah, ansonsten, ja gut. Nicht schlecht, aber auch nicht spektakulär, sag ich mal, ne? So, Moment. Hallöchen. Schön, wunderschönen Buongiorno. Hier darf man nur mit der Erlaubnis von Meister Bugenhagen rein. Er besitzt den Schlüssel. Okay. Ach, da ist er ja. Aus seiner Schwebekugel oder was es auch immer ist. Wo wir uns fürchten müssten, dann sicher nicht vor unseren Brüdern und Schwestern, mit denen wir zusammen auf diesem Stern leben. So. Da sind sie ja schon, Opa. Ho, ho, ho. Nanaki hat mir alles über euch erzählt. Ich bin Bugenhagen. Ich unterrichte hier im Tal Planetenkunde. Man könnte sagen, ich weiß ein bisschen was von der Welt. Was heißt ein bisschen? Richtig gut kennst du dich damit aus, Opa. Naja, besser vielleicht als ein Jungspund wie du. Ich bin schon 48, falls du es vergessen hast. 48? Nanakis Spezies wird sehr alt. In Menschenjahren gerechnet ist er 15 oder 16 Jahre alt. Ich bin erwachsen. Alt genug, um dich und das Tal zu beschützen. Anders als mein feiger Vater. Ho, ho, ho. Nanaki, sag, hast du eigentlich allen im Tal schon von deiner Rückkehr berichtet? Noch nicht. Mach ich gleich. Entschuldigt das. Wollt ihr euch drinnen mal umsehen? Naja, dann schauen wir uns doch mal um, ne? Uiuiui. Ui, ui. Alter Vater. Willkommen, verehrte Freunde von Nanaki. Okay. Das, ja, ist ja alles leicht verdaulich. Mhm. So, na gut, dann reden wir mal mit... Halt, Moment. Okay, da ist was, aber erstmal will ich kurz mit Bugenhagen reden. Nanaki hat sich ganz schön gemacht. Die Welt da draußen kennenzulernen, hat ihm sehr gut getan, denke ich. Möglich. Und nun? Oh, oh, eine falsche Berührung und alles bricht zusammen. Upsi. Mein Fehler. Aha. Dieses Gerät zeichnet die Aktivitäten des Planeten auf. Sehr empfindliche Technologie. Bitte ganz vorsichtig damit umgehen, ja? Okay. Na, na, na. Ui, hier geht's auch noch hoch. Ui. Liebe des Planeten. Was bist du denn? Oh.
Das ist Nanaki in jungen Jahren. Kaum wiederzuerkennen, was? Nichts als Unfug hatte er damals im Kopf. Aha. Oh, halt. Was ist hier? Das ist einer der ersten Makrodetektoren, die es je gab. Ist allerdings nicht mehr funktionsfähig. Schade. So, wo sind wir hier jetzt? Es geht ja immer noch höher. Das hier ist das Modell eines Generators. Die Windkraft wird genutzt, um neue Luftströmungen zu erzeugen. Die echten gibt's mittlerweile ja in allen Ecken der Welt. Okay. Da-da-da-da. Noch weiter hoch. Ui! Da ist es. Das Licht der Sterne, das wir hier observieren, kommt aus den Weiten des Universums und ist schon uralt. Die Sterne zu betrachten bedeutet vor allem, sich mit der Die Bewegung der Sterne hat Einfluss auf alles in dieser Welt. Hoho! Das weltgrößte Teleskop. Kein anderes Gerät kann die Bewegung der Sterne so präzise erfassen. Eigentlich gibt es keinen schöneren Blick auf den Sternenhimmel. Nur die Linse müsste mal wieder sauber gemacht werden. Tut mir leid. Mhm. Und nun? Anführung Klippen der Sternenbeobachtung unterer Bereich. Untersuche die verschiedenen Geräte im Observatorium. Steht auch bei welche? Nö. Aber im unteren Bereich habe ich anscheinend was vergessen. Verdammt. Entschuldigung. Wo geht's denn hier runter? Wo geht's runter? Wo ist hier die Treppe? Da ist die Treppe. Oha. Aha. Diese Stimme. Das ist der Schrei des Planeten. Sein trauriges Klagelied. Man hört es dieser Tage nur allzu oft. Dank diesem Sprachrohr können wir seine Stimme aus den Tiefen des Erdreichs hören. Das ist nicht die Stimme des Planeten. Das sind die Arma, seine Wächter. Oh, du scheinst dir da ja sehr sicher zu sein. Weil wir sie selbst gesehen haben. In den Reaktoren in Gongaga und Coral. Sie sind riesig. Ohoho, das klingt in der Tat überaus interessant. Doch, es könnten auch Illusionen als Folge einer Makrovergiftung sein. Damit ist nicht zu spaßen. Hä? Aber... Ohoho. Verstehe. Verstehe. Es ist völlig offensichtlich, dass euch selbst die grundlegendsten Kenntnisse der Planetenkunde fehlen. Ja, ja. Doch das lässt sich ändern. Folgt mir einfach. Okay, dann folgen wir ihm mal, ne? Und jetzt dieses geile Observatorium? Oder, nee, wie nennt man das? Ah, ich hab's vergessen. Ne, wo hier der Sternenhimmel holographisch dargestellt wird, etc. pp. Das war im Original schon das eigentlich ganz geil. Das ist unser Planetarium. Im Shinra-Gebäude besitzen sie ein wesentlich neueres Modell. Doch das hier ist das von mir gefertigte Original. Gut. Dann
Wollen wir mal. Kommt noch besser. Oh, seht nur! In unseren Lehren geht es um den Planeten und seinen Platz im Universum. Es geht um die Lebewesen, die den Planeten bevölkern und ihre Verbindung zueinander. Das hier ist unser Planet, unser Zuhause. Er bietet uns alles, was wir zum Leben brauchen. Auf ihm wurden wir geboren. Und eines Tages werden wir auch auf ihm sterben. Wisst ihr, was dann mit uns geschieht? Unsere Körper zerfallen und kehren zum Planeten zurück. Doch was denkt ihr, geschieht mit unserem Bewusstsein, unseren Seelen? Auch sie kehren zum Planeten zurück, genau wie unsere Körper. Einträchtig vereint, kreisen sie von nun an um den Planeten. Sie kreisen, konvergieren, divergieren und bilden das, was die Menschen als Lebensstrom kennen. Vermuten lässt, ist der Lebensstrom die Lebensader des Planeten. Seine ganze spirituelle Energie fließt in ihm. Damit der Planet weiter bestehen kann, benötigt er genau diese spirituelle Energie. Falls sie eines Tages komplett aufgebraucht sein sollte, damit kennt ihr nun das Fundament der Planetenkunde. Verbrauchen wir Marco, nehmen wir dem Planeten seine Lebensgrundlage. So ist es. Wird die Energie aus dem Lebensstrom zu Marco geformt, dann kann sie nie wieder in ihn zurückkehren. Sie wird von den Maschinen verschlungen und verschwindet einfach. Sind Sie sich da ganz sicher? Könnte es nicht sein, dass sie in den Lebensstrom zurückkehrt und dort eine vollkommen andere Gestalt annimmt? Was meinen Sie? Interessant. Ja, eine neue Theorie. Vielleicht wäre es gut, wenn du an unserem Seminar teilnimmst. Sie haben gerufen? Seid so gut. Führ die junge Dame doch bitte zu unserem Seminar. Hier entlang, bitte. Gut. Mich auch. Okay. Nun, dann würde ich sagen, wir sollen anscheinend auch am Seminar teilnehmen.
Was es da zu besprechen gibt, was da unterrichtet wird, whatever, das sehen wir in der nächsten Folge.